Ja, hi, servus zum Mann ist Rillwelt. Ja, heute ist es soweit. Mittwoch ist Mittag. Ich werde mir jetzt dann schon langsam alles herrichten, weil ich fahre jetzt nach Regenstauf. Und da beginnt ab morgen dann meine berufliche Arbeitserprobung und Arbeitseignung im Zusammenhang mit meiner beruflichen Umschulung. Weil ich ja den Job Einzelhandelskaufmann in Lebensmittel nimmer machen kann und auch nimmer machen will. Und ihr begleitet mich auf den Weg dahin. Wie gesagt, das dauert jetzt einmal 3 Wochen. Und wie gesagt, ich fahre jetzt dann gleich los. Und wenn ich dann da unten angekommen bin, zeige ich euch meine Spelunken, weil da habe ich auch ein Zimmer gemietet. Also das kriege ich gezahlt, weil. Ne? Und naja, lasst uns überraschen. Ich bin selber neugierig wie ein kleines Christkind. Weiß nicht, was auf mich zukommt, ein bisschen, ja, Angst jetzt eigentlich nicht. Aus dem Alter bin ich raus. Wenn was nicht passt, dann fahre ich wieder heim, könnt ihr es mir am Arsch lecken. Naja, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, wenn ich im Zimmer angekommen bin, zeige ich euch dann. Ja, schon bin ich da. Mehr wäre so ein Krankenhaus, ich weiß nicht. Da ist mein Zimmer. Aufgesperrt habe ich schon. Ja, toll. Das. Eine Küche habe ich da. Das ist schon mal gut. Dann können wir das Fressen selber machen. Da riecht es wie beim Zahnarzt. Ja, toll. Und jetzt so jeder. Ja, danke. Mei. Oh. Siehst du da drin? Ja, und wo ist der Kühlschrank? Da ist der Kühlschrank. Da. Oh, da werde ich jetzt gleich mal ein Bier reinpacken. Boah, das riecht, das schaut aus wie in einem Krankenhaus. Boah. Eieieiei. Money, 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 wo bist denn da hingekommen? Was ist denn das für. Also, da hat mir das in Bad Elster besser gefallen. Das Bett. Wie viele sind denn da schon drauf gestorben? Ei. Ich weiß nicht. Da. Ja, scheiße, also halt. Ja, wenigstens 3 Rollen. Ich hab 4 Rollen. Jawohl. Der Tag ist halt gerettet. Ich hab extra nur 2 Mal mitgenommen. Zweilagig. Danke. Nicht einmal. Meine Fresse. Ja, mei. Bloß gut, dass ich mit dem Auto da bin. Ja. Boah, da stinkst du. Mach mal ein Fenster. Da kannst du ja nicht mal ein Fenster aufmachen, wahrscheinlich, ohne dass da ein Lärm losgeht. Weil da haben sie bestimmt schon ein paar rausgeschmissen. Ja, merci, Masi. Da schauen wir das an. Wir in Ostblock. Und so schauen alle. Ja, danke. Hey, und das mitten in Bayern. Weißt du? Oh mein Gott. Mach mal da Fenster auflassen, die Luft rein. Da stinkt es, als hätte einer reingeschissen. Naja. Servus zum Mann ist Rillwelt. Ja, was soll ich sagen? Jetzt ist es soweit. Ich bin jetzt da in Regenstauf bei den Eckart-Schulen. Und wie ich ja schon angedeutet habe, ich werde den Weg einer beruflichen Umschulung machen müssen, weil gesundheitlich mein jetzigen noch Job nicht mehr machen kann. Sprich, ich bin Einzelhandelskaufmann gelernter. Lebensmittelbereich, schon 28 Jahre mache ich den Krampf und ich war eigentlich die letzten 25 Jahre Filialleiter, jetzt die letzten knapp 16,5 Jahre bei Discounter-Filialleiter und ich habe vorletztes Jahr schon Probleme gehabt, gesundheitlich, also eigentlich psychisch, sagen wir offen ehrlich, psychisch ist das bedingt. Und deswegen bin ich jetzt halt heute da. Ich habe es probiert nochmal, aber es ist einfach nicht gegangen. Und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, aufgrund meiner Ärzte, dass ich halt eigentlich den Job nicht mehr machen soll und auch nicht mehr kann, weil ich merke selber, dass das nicht mehr geht. Und ja, jetzt bin ich halt da. Ich zeige euch jetzt dann auch gleich, machen wir noch eine kleine Rundtour und jetzt ist dann halt noch so ein offizielles Treffen und Kennenlernen, schaut's ja mal. Ich hoffe, dass es jetzt dann noch mal was zum Essen gibt, weil schon langsam habe ich Hunger.
Ich habe mir ja schon Vorräte warm da, also in mein Zimmer rein da, ne, Süßkram und was zum Trinken und hast du nicht gesehen. Ja, und dann schauen wir mal, wie das morgen angeht. Heute ist Mittwoch, ist jetzt eigentlich bloß morgen und am Freitagmittag fahre ich dann eh wieder heim. Freitag steht da ein Labor und dann werden wir wahrscheinlich Blut abzapfen und Gesundheitscheck und so einen Scheiß machen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, ich bin ja nicht krank, ich werde nicht operiert und nichts, ja, ist doch. So, jetzt machen. Okay, jetzt zeige ich euch dann noch das Rumtuben-Video und dann rühre ich mich heute nochmal und das war dann praktisch der erste Tag. Ich mache jetzt da so ein kleines Tagebuch, das ich euch dabei habe. Ich habe mir extra ein Handy-Stativ gekauft, das baue ich dann noch auf, da brauche ich das Handy nicht immer mit der Hand halten. Und ja, es würde scheiße regnen, tut's, aber ist jetzt wurscht, ich bin jetzt aufgekommen nebenbei. Ne? Und naja, passt. Gell? Also, ich zeige euch das Video noch. Gell? Ja, und gut, Mann. So. Die erste Nacht habe ich zum Glück jetzt hinter mir, also ich habe eigentlich fast gar nicht gescheit geschlafen, weil erstens ist es hell in dem Zimmer drin, dann so hellhörig alles, der Kühlschrank, den ich drin habe, schaltet sich alle Dämmer lang ein auf die Nacht, also es war jetzt eine unruhige Nacht halt. Gestern ist noch eigentlich schön ausgelungen da oben, da waren wir noch alle beim Bierchen unten gesessen, haben uns gegenseitig ein bisschen kennengelernt, also es sind schon nette Leute drin, also es ist jetzt nicht so tragisch und jetzt wie gesagt, es ist ja, halb sieben, bin schon über eine Stunde auf. Um sieben gibt es Frühstück. Und um halb neun geht dann einmal der erste Tag los. Dann lassen wir uns überraschen, was da auf mich zukommt. Ich habe schon so einen kleinen Ablaufplan gekriegt, aber ich wäre noch nicht ganz schlau draus. Werden wir sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich werde immer so etappenweise dann ein Video raus. Ich habe nicht jeden Tag, sondern so drei, vier Tage zusammenfassen und dann schick ist. Gell? Aber jetzt mache ich mich noch schnell fertig. Meine Haare muss ich noch schnell föhnen und campen. Und ja, und dann freue ich mich jetzt aufs Frühstück. Kaffee, ich brauche jetzt einen Kaffee. Gell? Also, bisher noch. Servus. So, jetzt ist Samstag. Jetzt bin ich wieder daheim übers Wochenende. Fahre ich heim. Die ersten anderthalb Tage habe ich geschafft. Weil, ich kann jetzt so genau noch nichts sagen. Muss ich jetzt nächste Woche abwarten. Morgen, nächste Woche wird es dann hardcore. So mit Tests und lauter so ein Scheißdick. Das wird Schäferart werden. Lassen wir uns überraschen. Gell?